Die 28 Jahre alte Darmstädterin kam in Seoul auf Platz 3, nur im Halbfinale gegen Ungarin Anna Marten unterlag Limbach, bereits bei der Heim-WM 2017 als Fünfte überzeugt hatte. Das war eine starke Leistung von Anna, sagte Bundestrainer Pierre Guichot, sie hat heute super gefochten, vor der Konkurrenz keinerlei Respekt gezeigt. Ich bin mit ihr sehr zufrieden. Den Sieg in der südkoreanischen Hauptstadt sicherte sich Weltmeisterin Olga Kalan, Ukraine. Max Hartung und Matthias Szabo, beide Dormagen, kamen bei den Männern auf Plätze 11 und 14. Hartung unterlag im Achtelfinale dem WM-Dritten Kamil Ibragimo aus Russland. Szabo verlor das Gefecht um den Einzug in Finalrunde gegen den Olympiasieger und späteren Sieger Erenc Szilagyi, Ungarn, mit 14:15 Uhr.